Hallo, heute werde ich über den Gigabyte M32U Monitor berichten. Ein sehr interessantes Modell. Den aktuellen Preis sehen Sie, wenn Sie den Links folgen, die ich in der Beschreibung des Videos angegeben habe. Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit und vergessen Sie nicht, den richtigen Wahlkanal zu abonnieren und das Video zu liken. Lasst uns anfangen! Die Bildschirmdiagonale beträgt 31,5 Zoll mit einem Seitenverhältnis von 16:9. Bildschirmauflösung 3840x2160 Pixel. Dieses Modell verwendet eine IPS-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10 Bit, 8 Bit plus FRC und WLED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Monitors beträgt 48 bis 144 Hertz und die minimale Reaktionszeit der Matrix beträgt 2 Millisekunden. Eine Millisekunde MPRT-Reaktionszeit. Die Superspeed-IPS-Technologie reduziert die Reaktionszeit auf eine Millisekunde. Inzwischen bietet die IPS-Klasse herrliche Farbe. UHD mit 144 Hertz. Hohe Auflösung und schnelle Bildwiederholfrequenz für detaillierte Anzeigequalität und flüssiges Spielerlebnis. 10-Bit-Farbe, 90% DCI-P3. Fantastisches Farbdisplay und 90% DCI-P3 Super-Wide-Gamut-Farben. USD-Sidekick. Mit Gigabyte USD-Sidekick können Sie die Anzeigeoptionen mit Tastatur und Maus einstellen, sodass Sie die Monitoreinstellungen auf einfachste Weise anpassen können. Timer. Der Bildschirmtimer hilft Ihnen beim Verfolgen der verstrichenen Spielzeit. Zähler. Der Spielzähler hilft Ihnen, die Zeit leichter zu berechnen. Fadenkreuz. Mit dieser Funktion können Sie das Fadenkreuz anpassen, um Ihr Ziel im Schießspiel zu verbessern. Zielstabilisator-Synchronisierung. Mit dem neuesten Upgrade können Sie Bewegungsunschärfe reduzieren und gleichzeitig die V-Sync-Technologie aktivieren. PIP, PBP. Mit den PIP und PBP-Funktionen können Benutzer verschiedene Videoquellen anzeigen, die gleichzeitig auf einem Bildschirm angezeigt werden. Sie können die Spielanleitungen gleichzeitig mit nur einem Monitor ansehen. HDR-Modus. Neben den Standard-HDR-Einstellungen können Sie jetzt den Spiel- und Filmmodus genießen und sogar Ihre Einstellungen erstellen. Darüber hinaus unterstützt es HLG Hybrid Log Gamma, sodass Sie die ursprünglich von Rundfunkplattformen wie BBC, iPlayer, NHK TV usw. erstellten Inhalte wirklich genießen können. Dashboard. Das Dashboard zeigt Ihre Echtzeit-Hardware-Informationen an, einschließlich CPU-Spannungen, Taktrate, Temperaturen usw. Das Beste daran ist, dass es von keinem Spiel blockiert wird. Schwarzer Equalizer. Mit dieser Funktion können Sie mehr Details der dunklen Seite anzeigen, ohne gleichzeitig die helle Seite überzubelichten. Höheres Maß an kundenspezifischer Farbraumanpassung. Mit Hilfe der sechsachsigen Steuerung können 6 Farben, Rot, Grün, Blau, Cyan, Magenta und Gelb, einzeln gesteuert werden. Damit können Sie den Farbraum auf dem Monitor genauer anzeigen. Automatische Aktualisierung. Benutzer können mühelos das beste Spielerlebnis mit Funktionen genießen, die Gigabyte ständig weiterentwickelt und aktualisiert, während sie ihrem Monitor zusätzlichen Schutz bieten. Der Monitor mit Standfuß hat folgende Abmessungen: 71,58 cm breit, 45,53 cm hoch und 24,43 cm tief. Das Gewicht des Monitors beträgt 10,35 Kilo. Höhe und Neigung des Monitors können eingestellt werden. Eine FESA 100x100 Montage ist möglich. Der Monitor verfügt über 2 Lautsprecher mit einer Gesamtleistung von 6 Watt. Die folgenden Anschlüsse sind vorhanden: 3x USB 3.0 Typ A Downstream, BC 1.2 Charging bei 5 Volt 1,5 Ampere. 1x USB 3.0 Typ B Upstream, 1x USB 3.0 Typ C Upstream, 2x HDMI 2.1. Einmal DisplayPort 1.4, DSC, HBR3 und einmal 3,5 mm Audio-Out. Einfach, aber stilvoll. Das stromlinienförmige Erscheinungsbild repräsentiert die Einfachheit der Designphilosophie der Gigabyte Gaming-Serie. Den robusten Ständer und die matte Oberfläche, die für funktionale und ästhetische Merkmale ausgelegt sind, den Eigenschaften mehr verleihen. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Einige IPS leuchten an einigen Ecken. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Alles sieht glatt und doch detailliert aus. Das Design sieht einfach und elegant aus. Es hat sehr viele Verbindungen. Das war mein Testbericht zum Gigabyte M32U Monitor. Den Preis für dieses Modell finden Sie, indem Sie den Links in der Beschreibung unter dem Video folgen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wenn Sie das Video liken. Die nächste Rezension folgt schon in Kürze. Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um es nicht zu verpassen. Bis bald!